Ich bin heute beim Maybelline Magazin Dreh und stelle meine eigene Kollektion Légère vor und freue mich jetzt auf meine Gäste. Hello, hello, hello! Hallöchen! Hallo! So, und euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. So, meine Liebe, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, danke. Wir machen immer ein Q&A, bevor es losgeht und deswegen schieße ich jetzt direkt los. Okay. Fluchen oder weinen? Oh Gott. Beides, wenn man es muss, schätze ich. Sehr gut. Unsichtbar sein oder fliegen können? Unsichtbar sein. Mädels, leider. Habt ihr noch eine Frage? High Heels oder Sneaker? Sneaker. Schwierig. Ja? Auf jeden Fall Sneaker. Ich trage jeden Tag immer privat nur Sneaker. Kann ich komplett nachvollziehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch für deine eigene Kollektion. Dankeschön. Aber zuerst mal will ich einen ganz besonderen Moment mit euch und mit uns teilen. Ja. Und zwar den Moment, als du deine Kollektion zum allerersten Mal in Paris in den Händen gehalten hast und bei der Produktion dabei warst. Sollen wir uns das mal anschauen? Sehr, sehr gern. Ich war tatsächlich sehr berührt, als ich das gesehen habe, wie dann die Légère Lippenstifte da langlaufen. Es werden unglaublich viele Tests gemacht, wie der bricht, die Textur, dass man auch wirklich die Farbe so hinbekommt zum Schluss. 1,5 Jahre haben wir an dieser Kollektion gearbeitet und hinterher so das Endergebnis in den Händen zu halten, war total cool. Da habe ich gerade geweint, tatsächlich. Ich war total emotional, ja, weil das einfach, es war so schön. Schön. Kannst du sehr stolz drauf sein. Aber wann kam denn der Gedanke? Bist du morgens aufgestanden und hast gesagt, so, ich möchte jetzt meine eigene Make-up-Linie? Oder wie war das? Ja, eigentlich schon. Ich habe so viel herumexperimentiert und habe mir gedacht, so, hey, ich muss einfach mal eine eigene Linie machen. Und das ist dabei rausgekommen. Also ich kann dir nur mein Kompliment aussprechen. Ich bin ja heute auch mit deiner Kollektion geschminkt worden. Ich finde es mega cool. Was sind denn so die Key-Produkte? Also wir sehen es ja hier schon mal vor uns. Genau. Wir haben hier unsere Lidschattenpalette, die Légère-Palette. Auch alle mit sehr viel Pigment und mega schön Schein, dass das Auge leuchtet. Dann haben wir hier noch eine wunderschöne Lippenstifte. Genau, ich hatte die 03 Brooklyn Babe. Meine heißt Top of the Nudes. Da haben wir natürlich auch was ein bisschen kräftigeres. Ne? Das hier ist so rosa, rosé, pinkige. Und das hier ist nochmal richtig dunkel. Ich finde, es passt zu den Nudes einfach. Ja, und dann haben wir hier unseren Eyeliner. Der darf natürlich nicht fehlen. Mhm. Und den Mascara dazu. Und dann hast du eigentlich einen perfekten Look. Wollt ihr eigentlich mal was ausprobieren? Ja. Ihr habt noch gar nichts in den Händen gehalten, oder? Hier. Könnt ihr mal so ein bisschen ausprobieren? Sehr schön. Für alle zu Hause, die Kollektion, die ist ja ab jetzt in den Stores erhältlich. Und schreibt uns, wie ihr die Kollektion findet, was eure Lieblingsprodukte sind. Und da freut sich die Lena bestimmt. Ich freue mich sehr darüber. Ja, Feedback ist immer gut. Sehr cool. Wenn man jetzt mal schaut, dieses Jahr 2019 auf der New York Fashion Week, absoluter Trend, der No-Make-Up-Make-Up-Look. Genau, also eigentlich passt auch meine komplette Kollektion zu diesem No-Make-Up-Look perfekt. Gerade bei diesen No-Make-Up-Make-Up-Trends, finde ich, kann man einfach auch zeigen, dass man einfach wenig Make-Up nehmen kann und trotzdem frisch wirkt. Und ich habe da ja auch was Kleines ausprobiert. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Mega schön. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass man mit deiner Palette und mit deinen Lippenstiften super schnell einen Abendlook zaubern kann. Ja, total. Du hast ja eigentlich all die Farben, die du brauchst für den Tag und auch für abends, weil du dann eben diese dunklen, kräftigeren Töne hast. Wenn es ums Thema Beauty geht, haben wir unsere Community befragt auf Instagram. Und zwar, welche Beauty-Frage wolltet ihr Lena schon immer mal stellen? Und da ist diese bei rausgekommen. Und zwar, Hand aufs Herz, was ist deine größte Beauty-Sünde? Mir die Haare orange gefärbt und... Hast du? Wann?
Da war ich irgendwie 14 oder so. Ich habe sehr viel experimentiert mit meinen Haaren in meinem Leben. Ihr Mädels da hinten, habt ihr so ein Beauty-Fail, wo ihr sagt, oh mein Gott, mit 13, 14, 15 oder vielleicht auch noch letzte Woche habe ich mich geschminkt und es, irgendwas war ganz schlimm? Der blaue Lidschatten, den man so getragen hat, es war so... Ja. Blau war absolut in. Ja, und es konnte nicht blauer sein. Nee, ne? Gar nicht. Lidschatten, dann noch ja. Der Mascara im Blau und vielleicht noch ein Eyeliner. Der Eyeliner unten auf der Wasserlinie. Ja. Das war so Todsünde. Ja. Mega im Trend ist ja momentan Thema Lipgloss. Du hast jetzt mega schöne matte Lippenstifte bei dir drin, aber du hast uns ein cooles Do-it-yourself mitgebracht, wie man ganz schnell einen Lipgloss zaubern kann. Seinen eigenen Lipgloss zu machen, genau. Kann jeder selber zu Hause nachmachen. Mega cool. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, mega cool. Vielen Dank, dass du da warst, Lena. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank an dich. Hat Spaß gemacht, auch mit euch Mädels. Nächstes Mal wird super spannend. Es geht nämlich um die Wedding Season. Wir haben einen tollen Gast, die Carmen, besser bekannt vielleicht als Kamuschka. Die ist kurz vor ihrer Hochzeit jetzt und da freuen wir uns riesig drauf. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.